Ich begrüße Sie zu einem Video über Seifenblasen, wie Sie hier sehen. Ich möchte Ihnen demonstrieren nachher, dass man anhand der Seifenblasen sehr viel auch Physik lernen kann. Sieht natürlich zunächst mal einfach sehr schön, weil sie da so herumschweben. Sie sind teilweise durchsichtig, teilweise schillern sie so farbig. Und ich möchte Ihnen in zwei Teilen eigentlich die Seifenblasen näher bringen. Einmal, also von der Optik her, einmal bezüglich der Strahlenoptik, der geometrischen Optik. Das wird dann zeigen, warum man hier so Doppelbilder eigentlich sieht, oben und unten. Und dann im Rahmen der Wellenoptik möchte ich auch ein bisschen genauer auf diese Farbeffekte hier eingehen, innerhalb dieser Zonen. Also sehen wir haben da so Effekte ein bisschen wie von einer Weihnachtskugel, aber natürlich sind die Weihnachtskugeln nicht durchsichtig. Das heißt, wir haben dann Zusatzeffekte, die wirklich sehr schön erklärt werden können, wenn man ein bisschen Strahlenoptik beherrscht. Ansonsten sind Seifenblasen auch interessant von der Mechanik her. Man muss ja da eine Seifenhaut nehmen, damit das überhaupt funktioniert. Mit normalem Wasser geht es nicht. Die Seifenlösung, die macht dann das Wasser, reduziert dann die Oberflächenspannung des Wassers, sodass dann auch das Wasser so einen Film erzeugen kann, nicht einfach als kleiner Tropfen, der nachher sich zusammenzieht. Schauen wir uns mal kurz an, wie so eine Seifenblase aussieht. Dann kann man sagen, wenn man sie nachbauen will und damit experimentieren will, dann eignet sich im Grunde genommen so eine geblasene Glaskugel ganz gut. Die hat sehr ähnliche Eigenschaften. Und jetzt sehen Sie da in der Glaskugel diverse Reflexionen. Die kommen teilweise von der Deckenbeleuchtung, teilweise von einem Zusatzlicht, das ich da von rechts einbringe. Ich möchte mal die Deckenbeleuchtung ausschalten, dass wir nur das Zusatzlicht sehen. Das ist jetzt der Fall. Wenn wir das mal anschauen, dann sehen wir, es hat jetzt von rechts, wie gesagt, diese Lichtquelle. Und die Lichtquelle von rechts macht jetzt hier auf der rechten Seite so einen Glanzpunkt, macht aber nochmals einen Glanzpunkt auf der linken Seite. Also wir sehen die Lichtquelle quasi zweimal. Wenn man ganz genau schaut, möglicherweise sogar noch öfters in den Randbereichen. Das ist ganz ähnlich wie zum Beispiel bei einem Löffel. Wenn ich einen Löffel anschaue und die Vorderseite hier der Kugel mal zuerst betrachte, dann ist das ja eine gewölbte Oberfläche, wie von einer Weihnachtskugel. Und ein Löffel macht genau das Gleiche, er erzeugt auch so ein Glanzlicht, wie ein Wölbspiegel. Das lernt man ja in der Strahlenoptik. Die hintere Seite, nun ein Teil vom Licht geht ja durch diese Kugel durch, wird dann hinten an der Innenseite der Kugel auch wieder reflektiert. Und das ist dann ähnlich wie ein Löffel auf der hohlen Seite, also ein Hohlspiegel. Da wissen wir auch aus der Strahlenoptik, dass dann ein reelles Bild der Lichtquelle entsteht. Und wenn man also beides gleichzeitig hat, dann hat man hier halt eben den vorderen Teil, das virtuelle Bild des Wölbspiegels und innen dann das reelle Bild des Hohlspiegels. Wir sehen also normalerweise auch bei einer Seifenblase dann zwei Bilder. Einmal ein reelles Bild im hinteren Bereich, in der Innenseite der Kugel und dann ein virtuelles Bild auf der Vorderseite. Das ist anders als bei einer Weihnachtskugel. Da haben wir natürlich nur das virtuelle Bild der Lichtquelle. Da wird ja kein Licht durchgeschickt. Wenn wir uns die Situation mal aufzeichnen, dann kann man sagen, dass so ein Wölbspiegel, das habe ich in diversen Videos zur Strahlenoptik gezeigt. Ein Wölbspiegel hat, das ist der Mittelpunkt der sphärischen Oberfläche, hat hier genau zwischen dem Mittelpunkt und der Oberfläche des Spiegels seinen virtuellen Brennpunkt. Das heißt, eine Lichtquelle, die weit weg ist und dann ihr Licht da auf die Oberfläche schickt, da wird das Licht hier reflektiert. Und zwar so, dass eben nachher das reflektierte Licht, wenn man das rückwärtig schneiden würde, sich hier in diesem virtuellen Brennpunkt dann sammeln würde. Also wenn man da ein Auge hat, das haben wir ja, oder eine Kamera, dann würde man hier an der Stelle dann das virtuelle Bild der Lichtquelle hier sehen. Wenn es jetzt nicht eine punktartige Lichtquelle ist, sondern irgendwie ein Pfeil vielleicht, wie das oft in der Optik ist, dann könnte man das Bild des Pfeiles auch konstruieren mit den gleichen Tricks und würde dann hier an der Stelle das aufrechtstehende virtuelle Bild des Pfeiles sehen. Das wäre jetzt bei einem ganz normalen Wölbspiegel, wie zum Beispiel bei der Außenseite eines Löffels.
Es ist aber so, dass bei der Oberfläche einer Seifenblase ja viel Licht auch durchkommt. Das ist eigentlich der Hauptteil des Lichtes kommt durch. Das heißt, ein großer Teil des Lichtes kommt hier auf die Rückseite und wird dann hier quasi von auf der Innenseite der Seifenhaut, das ist eine Doppelschicht, nicht eine Flüssigkeitsschicht, wird auf der Innenseite wiederum reflektieren. Das heißt, dann haben wir die Gesetze des Hohlspiegels. Und da lernt man auch, dass wenn ein Hohlspiegel sein Licht erhält, schauen wir auch zuerst mal das Beispiel an, wenn das Licht aus dem Unendlichen kommt, dann wird das Licht gesammelt hier in einem reellen Brennpunkt hier und geht dann wieder auseinander. Aber wenn Sie jetzt hier ein Auge haben und diesen Punkt hier anschauen, dann erscheint dieser Punkt hier als reeller, heller Punkt der unendlich weit entfernten Lichtquelle. Und wenn die Lichtquelle wiederum ein Pfeil ist, nicht nur einfach ein unendlich weit entfernter Punkt wie die Sonne oder so, dann ist der Pfeil dann hier auf dem Kopf, wie bei reellen Abbildungen oft der Fall. Gut, jetzt haben wir also hier, wie wir sehen, zwei Bilder, einmal ein virtuelles, einmal ein reelles. Das virtuelle Bild ist aufrecht, das reelle Bild ist auf dem Kopf. Wenn Sie es jetzt nicht nur von rechts Licht haben, sondern vielleicht ganz oben alles hell ist, dann kann man sagen, das Helle wird einmal direkt reflektiert von der Außenseite und einmal von der Innenseite als reelles Bild dann sichtbar. Und deshalb sieht man eben oft bei Seifenblasen dann sowas. Wir haben einmal die Oberfläche hier, die direkt reflektiert, und dann einmal die Innenseite, die ein reelles Bild erzeugt. Jetzt bei dieser Aufnahme bin ich nicht ganz sicher, ob das alles ganz sauber gemacht wurde. Es ist ja da ein bisschen übereinander gelegt und ich würde sagen, da ist noch Photoshop dahinter gewesen. Es ist, glaube ich, ein Microsoft Desktop-Hintergrund und das ist natürlich gut möglich, dass das gefaked ist. Aber schauen wir mal ein echtes Bild an. Ich habe da ein paar Bilder aus dem Internet rausgezogen, da kann man einfach googeln unter Seifenblasen und da hat man sofort sehr schöne Beispiele. Hier sehen wir jetzt ein Foto, eine Seifenblase sichtbar und das Foto wurde so fokussiert, dass der Hintergrund scharf ist. Die Seifenblase ist, also, weil sie so nah ist, dann unscharf. Wir sehen dann sehr schön, dass halt der Großteil des Lichtes hier einfach durchgeht und nicht reflektiert wird. Wenn man genau schaut, sieht man, dass da am Rand der Seifenblase doch Reflexionen sichtbar sind, die ein bisschen deutlicher sind. Das hat damit zu tun, dass eben bei flachen Auftreffwinkeln des Lichtes der Reflexionsgrad zu einer Oberfläche immer größer wird. Das ist ein Gesetz, das man in der Optik lernt, das also besagt, dass der Reflexionsgrad von Licht in Abhängigkeit vom Einfallswinkel Alpha, also wir nehmen hier mal eine Oberfläche aus einem brechenden Material, wenn man da jetzt Licht drauf schickt und dann geht ja ein Teil vom Licht ins Material rein und ein Teil geht raus. Wenn man da diesen Winkel Alpha anschaut, also der Winkel zum Lot, dann ist die Reflexionsintensität in Prozenten ausgedrückt immer größer, je größer Alpha ist. Das heißt, wir haben dann eigentlich sowas. Es geht dann hoch bis gegen 100%, wenn man da beim Alpha 90 Grad hat. 1 oder 100%. Wenn man genau schaut, ist dann ein Teil vom Licht auch noch polarisiert, aber das brauchen wir jetzt hier nicht zu wissen. Die Reflexion wird immer besser, je flacher Sie auf eine Oberfläche schauen. Das ist das auch bei normalen Glasoberflächen so, dass die Reflexion immer stärker wird. Das sehen wir auch hier. Also Seifenblasen haben oft außen eine stärkere Spiegelwirkung als im Zentrum, wenn sie überhaupt durchscheinend sind. Das sind sie ja normalerweise, wenn der Hintergrund hell ist. Was wir auch sehen, sind diese Sonnenreflexe. Und die sind jetzt ähnlich wie vorher bei der Glaskugel, hat eben Reflexe, die auf der Ober- und der Innenseite gemacht werden. Wenn man hinten mal schaut, zum Beispiel hier ist ein Haus hinten sichtbar, das hat den Schatten rechts, das heißt die Sonne muss links sein, irgendwo auf der linken Seite. Und tatsächlich sehen wir dann hier den ersten Reflex der Sonne von der Wölbseite der Seifenblase und dann das reelle Bild der Sonne hier auf der Innenseite, von der Hohlseite des Spiegels. Wir sehen lustigerweise hier noch weitere Reflexe. Die kann man auch einigermaßen verstehen, wenn man einfach daran denkt, dass hier nicht nur einfach eine Oberfläche ist, die reflektiert, sondern es ist eine gewisse Dicke da. Wenn wir uns ganz kurz überlegen, wie das aussieht bei einer solchen dicken Schicht,
vielleicht haben Sie es ja schon beobachtet, wenn Sie eine Glasscheibe anschauen, das ist von der Seite gesehen, das wäre Glas, und Sie haben hier eine Lichtquelle, dann ist es ja so, dass die Lichtquelle einen Teil des Lichtes direkt an der Oberfläche reflektiert, und Sie hier Ihr Auge haben. Ein Teil geht aber hier hinein und dann natürlich hier weiter, aber geht dann auch hier wieder zurück und wird dann nochmals reflektiert. Und dann eventuell nochmals. Das sieht man, vor allem dann, wenn es außen dunkel ist, wenn man da nicht noch sehr viel Hintergrundlicht hat, sieht man das sehr schön, dass es eine Lichtquelle mehrfach sichtbar wird. Der Ort, wo die Lichtquelle sichtbar ist, ist dann auch hier immer die Verlängerung dieser Strahlen. Und da das quasi als Spiegelungen auffasst, dann kann man sagen, wir haben hier dann diese Bilder, diese Reflexionsbilder mehrfach sichtbar. Es ist dann wirklich, das hellste ist dann hier, das hellste Spiegelbild, und dann werden die Bilder immer schwächer, weil da immer mehr Licht verloren geht jeweils, aber sie sind dann mehrfach sichtbar. Und wenn es, wie bei der Seifenblase, diese Haut nicht einfach eben ist, sondern gekrümmt ist, da geschieht eigentlich genau das Gleiche bei der Krümmung. Es gibt auch hier dann diese Reflexion, aber es werden die Reflexionen hier in andere Richtungen weggehen. So. Und wenn man jetzt wiederum die Spiegelungen anschaut, die Spiegelung zurückverfolgt, dann sieht man, dass die danach hier, ich schaue, da muss man jetzt hier diese Spiegeloberflächen anschauen, sich dann diese Orte suchen, wo jeweils die Schnittpunkte dann sind, dann sieht man zum Beispiel hier jetzt, nehmen wir mal diesen Strahl hier, dieser Strahl hier wird ja an dieser Oberfläche hier gespiegelt, also wenn wir den dann weiterverfolgen, hat er dann sein Spiegelbild irgendwo hier näher. Es geht also nicht dann unbedingt weiter weg, sondern die laufen dann hier zusammen Richtung Oberfläche. Und da zum Beispiel ein Spiegelbild hat, hat man hier ein Spiegelbild. Vom nächsten hat man es dann da. Das heißt, diese Spiegelbilder, die laufen dann zusammen Richtung Oberfläche. Und das haben wir genau beobachtet. Da diese Reflexionen laufen dann hier zusammen. Das kann man auch auf der Gegenseite dann beobachten. So viel mal. Einfach als erster Blick auf die Seifenblase, nochmals zusammengefasst, sie ist primär mal durchsichtig, aber es gibt dann auch zwei Spiegelungen, die als virtuelles und reelles Bild sichtbar sind. Wir haben jetzt hier die Spiegelungen nur sehr gut gesehen, weil die Sonne deutlich heller ist als die ganze Umgebung. In Wirklichkeit hat man hier noch Bäume und so, die dann vielleicht auch spiegeln. Und deshalb schauen wir uns mal ein Bild an, das etwas tiefer geht, nämlich dieses hier. Das ist auch eine Seifenblase, auch fotografiert, von vorne. Jetzt ist der Hintergrund dunkel und es ist auf die Seifenblase selbst fokussiert worden. Also wir haben die Seifenblase scharf abgebildet, nicht wie hier der Hintergrund. Und jetzt sieht man viel schöner, was da noch sichtbar ist. Wir haben einmal auf der rechten Seite hier offenbar ein Haus sichtbar. Das Haus steht in Wirklichkeit da auf der rechten Seite irgendwo und macht an der Oberfläche, wie von einer Weihnachtskugel, einfach ein virtuelles Bild. Wenn ich da jetzt die Hand habe, zum Beispiel, dann sehen Sie ja das Bild der Hand auch da in der Weihnachtskugel drin. Das ist mal das eine. Das steht aufrecht, wie es sein soll bei einem virtuellen Bild, beim Wölbspiegel. Auch da geht es noch weiter. Wenn man da weiterschaut, dann sieht man auch hier auf der rechten Seite Dinge, die nach oben zeigen, also Bäume oder so. Wie gesagt, auch da habe ich auf der linken Seite, habe ich also auch Dinge, die danach in der Weihnachtskugel sichtbar sind. Also das ist mal die normale Reflexion vom hellen Teil der Umgebung. Wir sehen auch da, dass die Reflexion immer besser wird, je mehr wir da an den Rand kommen. Das war das Gesetz, das ich vorher gezeigt habe. Normalerweise ist dann unten dunkel, oder? Beim Boden haben wir nicht so helles Licht. Und jetzt sehen wir also im dunklen Bereich hier im Grunde genommen das gleiche Haus dann nochmals, aber auf dem Kopf und als reelles Bild dann, wie wir wissen. Das heißt, da wo es normalerweise dann dunkel wäre, kommt jetzt die Lichtintensität von der Innenseite der Kugel stärker zum Vorschein. Wir sehen dann eigentlich recht schön, dass da eben auch etwas ist. Das gleiche Haus hier auf dem Kopf und der Himmel im reellen Bild jetzt ebenfalls sichtbar, überdeckt jetzt quasi den dunklen Bereich, der da auf der rechten Seite eben dann auch wenig Licht liefert. Wenn man es genau untersucht, dann sieht man auch da noch ein bisschen Boden. Dieser Boden kommt wiederum vom virtuellen Bild da auf der rechten Seite
Wenn man ganz genau schaut, dann sieht man hier auch den Fotografen selbst, der ja in die Kamera, also in die Seifenblase reinzündet. Man sieht, man ahnt da ein bisschen die Füße. Da steht also hier jetzt als virtuelles Bild aufrecht. Und wenn man da weiter schaut, dann sieht man diese Bodenstrukturen hier nochmals im reellen Bild. Auf der Innenseite und wird dann auch da die Füße nochmals sehen. Das ist ganz schwach sichtbar. Also, virtuelles Bild, reelles Bild, gegenseitig gerade um 180 Grad gedreht. Wenn man jetzt scharf stellen würde, dann würde man auch sehen, dass die beiden Bilder nicht ganz genau am gleichen Ort sind. Eben, wie wir das vorgesehen haben, da müsste man dann halt schauen, ob man auf das oder auf das scharf stellen möchte. Aber wir sehen noch was anderes, nämlich der Himmel zum Beispiel, der ist nicht einfach blau in Wirklichkeit, sondern wir haben da so Farbeffekte. Und die zu erklären, haben jetzt gar nichts mehr mit Strahlenoptik zu tun, da müssen wir jetzt die Wellenoptik zu Hilfe nehmen. Also die Theorie der Wellen, die man sehr oft braucht beim Licht, vor allem um so Farbeffekte zu erzeugen oder zu erklären. Auch wenn Sie hier eine CD nehmen und da schauen, diese Farbeffekte, die es gibt, die haben auch mit Interferenz von Lichtwellen zu tun. Ich möchte Ihnen jetzt auch das noch versuchen näher zu bringen.